Hallo zusammen. Auch ich bin eine der stolzen Testerinnen der Nescafé Dolce Gusto Zirkolo. Ich weiß, ihr habt schon viele Videos dazu gesehen und auch schon viele Informationen, wie sie bedient wird. Macht aber nichts. Jetzt kommt meine auch noch dazu. Ja, ich möchte euch heute zeigen, wie schnell man damit einen leckeren Latte Macchiato machen kann. Wie sie genau funktioniert, habe ich euch ja schon im Blog beschrieben. Und jetzt zeige ich anhand eines Videos kurz, wie schnell das gehen kann. Dazu muss ich jetzt einfach erstmal die Maschine anschalten. Mache ich jetzt hiermit. Ja, jetzt nachdem sie vorher nur kurz aus war, braucht sie auch keine Aufwärmzeit, weil sich mein Sohnemann nämlich vorhin schon einen Schokocino gemacht hat. Normalerweise dauert es maximal 30 Sekunden, dann blinkt es da oben rot, bis sich die Maschine aufgeheizt hat. Ja, jetzt ist sie schon warm genug und wir können gleich damit starten, einen Kaffee zu machen. Das geht ganz einfach. Ein Latte Macchiato Glas und zwei Kapseln. Einmal die Kapsel. Soll noch erwähnt sein, dass es sich dabei um einen Latte Macchiato Vanille handelt. Einmal die Milchkapsel und einmal die Kaffeekapsel. Auf den Kapseln kann man genau erkennen, wie man die Wasserzugabe einstellen muss, anhand der Striche, die auf der Verpackung angegeben sind. Ja, und jetzt machen wir das einfach mal. Ganz einfach die Kapsel in den Behälter geben. Den Behälter reindrücken. Dann standen auf der Kapsel 5 Striche Wasser. Das kann man ganz oben mit dem Rädchen einstellen. Habe ich hiermit gemacht. Ja, und dann einfach starten. Man sieht wunderbar, wie schnell und wie einfach das geht. Ist die Milch drin. Jetzt kann es oben wieder öffnen, die Kapsel mit dem Milchbehälter rausnehmen und dann den Kaffee. Da sind jetzt 2 Strichen auf der Kapsel angegeben und auch da einfach wieder anmachen. Ihr seht, wie schnell das geht, wie einfach das geht und wie wunderbar sich da der Kaffee im Glas verteilt. Das schaut wirklich wie ein Macchiato aus, wie frisch wie frisch aus dem Kaffee. Ich glaube, so viel besser können die das auch nicht. Ja, das war es auch schon. So schnell hat man eine der vielen leckeren Kaffeespezialitäten, die mit der Nescafé Dolce Gusto Zirkolo möglich sind. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.